Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine AFK-Angelform baut. AFK, für die Leute, die es nicht wissen, bedeutet Away from Keyboard, also weg von der Tastatur. Ihr nehmt euch also eine Angel, stellt euch ran und dann tut ihr am besten den rechten Mausklick irgendwie spammen bzw. halt gedrückt halten, damit das ganze Fortgehen funktioniert. Und irgendwann angelt es dann ein Item. Und das ist halt gut, wenn ihr richtig gute Verzauberungen gesehen auf eurer Angel habt. Und das wird dann alles hier unten drunter abgesaugt und in die Truhe geleitet. Und ich habe das Ganze schon mal eine Weile stehen lassen gehabt. Und da sind hier einige Items rausgekommen. Wie zum Beispiel Mending, Lure 2 und verzauberte Bücher mit mehreren Möglichkeiten, Sättel, aber auch viele Fische, Name Tags auch. Lilypads und so weiter. Und wie baut man das jetzt? Als erstes geht ihr hin und baut eine Slab hin. Das muss nicht unbedingt eine Stone Slab sein, das kann auch, was weiß ich, eine Holz Slab sein. Dann baut ihr hier eine Chest hin. Eine Doppeltruhe am besten. Es empfiehlt sich dann auch, die Truhe auch noch mit weiteren Trichtern und Truhen zu erweitern, um die Lagerkapazität zu erhöhen. Dann geht ihr hierher, platziert hier und hier einen Hopper. Hier vorne kommt noch eine Slab hin. Hier platziert ihr dann später das Wasser drauf. Dann geht ihr her, baut euch hier einmal hoch, baut den unteren Block wieder weg. Hier nochmal einen hoch, den wieder weg. Hier oben könnt ihr schon mal einen Tripwire Hook hinbauen. Dann brauchen wir nochmal Sandstone. Das gleiche noch einmal wie auf der anderen Seite. Danach bauen wir hier eine Iron Door hin. Aufpassen, dass die möglichst so platziert ist, dass die im geschlossenen Zustand und ohne, dass die irgendwie bepowert wurde, dass die zu ist und am Trichter dran ist. Sonst funktioniert es nicht. Als nächstes gehen wir hierher und bauen hier noch ein Redstone drauf. Bauen hier oben noch einen Block hin. Und dann bauen wir hier noch einen Block hin, sowie einen Node-Block. Und hier noch einen Block drüber. Dann habt ihr die Farm auch schon fast fertig. Wir brauchen nun einen Wassereimer. Den platzieren wir hierher. Platzieren nun den String. Und schon ist die Farm fertig. Nun geht ihr hin und probiert, ob das Ganze auch funktioniert. Ihr versucht jetzt den Tripwire Hook hier, den String zu triggern. Geht rein. Ihr seht, die Tür geht auf. Also habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt gucken wir noch, ob die Trichter auch alles in die Truhe leiten. Werfen wir den String einmal rein. Und der dürfte jetzt hier ankommen. Also haben wir alles richtig gemacht. Als nächstes geht er her. Und jetzt braucht ihr halt eine möglichst gut verzauberte Angel. Ich habe jetzt hier Unbreaking 3, Luck of the Sea 3 und Lure 3 sowie Mending drauf. Das ist also so ziemlich das Beste, was es gibt. Und dann geht ihr hin und könnt auch unter anderem in den Einstellungen, also über Options, Controls, zum Gameplay kommen. Dann müsst ihr Use Item und Use Block hier unten auf, zum Beispiel auf die Enter-Taste legen. Und dann könnt ihr ganz einfach, wenn ihr das nächste Mal, also wenn ihr zum Beispiel einen Laptop habt, wie ich, nehmt ihr euch irgendwas Schweres, was auch immer, beschwert quasi dann die Enter-Taste immer. Das habe ich auch schon mal probiert. Also es funktioniert wirklich gut. Und geht ihr hin. Es geht mein Rechtsklick auf der Maus nicht mehr. Sondern nur noch die Enter-Taste. Und die drückt, also die muss dann quasi gedrückt werden. Gedrückt bleiben. Und dann sieht das Ganze so aus, wie ihr es jetzt seht. Und irgendwann beißt dann, wie jetzt gerade eben, was an. Die Tür schließt sich kurz. Das Item wird abgesaugt. Und die Tür geht wieder auf, weil ihr weiter angelt. Und wenn ihr das mal so eine Stunde lang stehen lasst, dann angelt das euch wirklich gute Items, vor allem mit guten Verzauberungen, wie jetzt Luck of the Sea oder Lure. Da funktioniert das halt wirklich gut auch. Ja, zum Beispiel könnt ihr dann in der Zeit jetzt irgendwie Münzen zum Beispiel drauflegen und geht in der Zeit einfach einen Film angucken oder einfach mal Abendbrot essen oder was weiß ich. Also es funktioniert wirklich gut. So, dann legen wir das Ganze wieder zurück. Können wir hier unten auf Reset gehen. Dann können wir nochmal wieder weiterspielen. Und jetzt geht es auch wieder mit Rechtsklick weiter.
So Leute, das war's wieder mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Checkt auch unbedingt die Links in der Videobeschreibung ab. Insbesondere den YouTube Jonas, das ist ein Kumpel von mir. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.